Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Und wir müssen jetzt zu den Gree. Ich denke mal, ich mache die Quest mit den Gree als erstes. Ist einfacher. Ich guck mal ganz schnell im Inventar. Sieht voll aus. Sieht sogar sehr voll aus. Wie gut, dass wenn wir gleich in die Hüttenstadt gehen, dass es da einen Händler gibt. Da freue ich mich. Denn dann muss ich den ganzen Scheiß nicht mehr mit mir rumschleppen. Juhu. So, hier haben wir noch einen Dash-Schrotthaufen. Ein. Cool, die greifen sogar nicht an. Da freue ich mich. Dann nehme ich das mit. Solange die nicht angreifen, kann man das ja mitnehmen. So. Und weiter geht's. Jetzt erstmal in den... die Energieleitungen reparieren. Und hier will wer was von uns. Wer bist du, woher kommst du und vor allem, was willst du? Ach so, Moment. Ich habe mich vertan. Ich habe gedacht, da drüben geht's zur Hüttenstadt. Ich habe mich komplett vertan. Zur Hüttenstadt geht's da drüben. Da, wo wir gerade waren, am Aufzug. Wir müssen erstmal hier mit diesem Sergeant reden, damit wir überhaupt weiterzocken können. Guten Tag, Sergeant Martin. Hallo, Lieutenant. Sergeant Martin meldet sich mit Spielzeug zur Stelle. Dann zeigt mal, was ihr habt. Zuerst hätten wir da den Detonator. Eine 53R Hochleistungs-Thermitsprengladung von Cherka Arms. Nichts eröffnet schneller die Party. Oder beendet sie. Wie weit muss ich Abstand halten, wenn das Ding losgeht? Naja, so aufregend so ein Feuerwerk auch sein kann, ihr solltet trotzdem möglichst weit weg sein. Also, euer Ziel, das Comrelais, liegt in der Hüttenstadt, einem Industriegebiet in den unteren Ebenen von Coruscant. Da ist es gefährlich, Lieutenant. Nicht nur, dass ihr da bestimmt auf Imperiale trefft. Die abtrünnigen Diener-Druiden da unten zerquetschen jeden, den sie in ihre Metallklauen kriegen. Danke für die Warnung, Sergeant. Ich mach nur meine Arbeit, Lieutenant. Wenn ihr es bis zum Relais geschafft habt, platziert den Detonator an der Generator-Energiekupplung in der Mitte und verschwindet von dort, ehe er explodiert. Das wäre alles, Lieutenant. Ich werde euch nicht länger aufhalten. Viel Glück. Gut zu wissen, dass der uns nicht aufhält. Und gut zu wissen, wo man das Teil anbringt. Also irgendwo in der Mitte. Aber gut, der Charakter wird schon wissen, was er tut. Teil wieder von der Schulter. Ich könnte jetzt ein Arsch sein. Ich bin jetzt auch mal ein Arsch. Ich bin einfach manchmal ein Arsch. Und Droiden kann ich sowieso nicht leiden. Oder anders gesagt, ich kann mich da unten gleich richtig austoben. Halt, stopp. Mitnehmen. Schneller! Danke. So, dann müssen wir mit dem Kerl hier reden. Guten Tag, Fetz Borba. Endlich! Militärische Unterstützung. Ich bin Fetz Borba, Wissenschaftsnotar der Republik und planetarischer Berater des Galaktischen Senats. Mein aktuelles Projekt könnte die Geschichte verändern. Wenn meine Theorie stimmt, werde ich der berühmteste Wissenschaftler aller Zeiten. Stellt euch das vor. Wir wissen alle, dass die imperiale Bombardierung von Coruscant die Infrastruktur ins Chaos gestürzt hat. Aber was wäre, wenn selbst der Planetenkern betroffen wäre? Gäbe es einen Weg, um den Schaden zu reparieren? Vielleicht je nach Ausmaß. Aber wahrscheinlich müsste der Planet evakuiert werden. Ich brauche unbedingt seismische Messungen von den unteren Ebenen, speziell aus dem Hüttenstadtsektor. Im Geiste der Wissenschaft und für die Sicherheit der Republik müsst ihr diese wichtige Mission für mich erfüllen. Wenn ihr meine Theorie beweisen könnt, wird der Senat mir großzügige Mittel für weitere Forschungen gewähren und ich werde euch eine großzügige Belohnung zuteilwerden lassen. Und wenn eure Theorie nicht korrekt ist, was passiert dann? Natürlich werde ich trotzdem zahlen, aber eure Kompensation wird deutlich geringer ausfallen. Ihr müsst nur den Burba-Seismikmesser nehmen, meine eigene Erfindung, versteht sich, und in der Hüttenstadt einsetzen. Der Messer ist ebenso präzise wie benutzerfreundlich.
Die Herausforderung liegt allein in der Reise, nicht in der Wissenschaft. Ah, ja. Okay, nehmen wir den Aufzug. Hüttenstadt. Und hier ist noch ein Aufzug. Holtenstadt. Hüttenstadt. Nehmen wir den. Auf einmal kommen wir am anderen Ende raus. Wäre auch lustig. Nee, doch nicht. Okay. Ja, ich weiß, ich nehme die Quest gerade nicht an. Denn ich möchte erst das Inventar... Maschinen und Wartungsbereiche wie diese halten den ganzen Planeten am Laufen. Ganz schön unglaublich. Ich hab schon wieder gedacht, das ist einer von den Passanten hier. Melden so. Sie Ihre Beschwerden. Blasterpistole. Hat der als Nebenhandwaffe Blasterpistolen? Das wäre ja mal lustig. Nein, hat er nicht. Ist weg. Was ist das? Schlecht. Der Generator, den hatte ich weggeworfen. Das kann auch in die Tonne. Das auch. Genauso wie das. Und das. So, das nach da. Das kommt auch weg. So, endlich wieder leer. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Jojo. Dann wollen wir mal. Hier haben wir eine Quest. Jo. Ich werde mal ganz kurz hier beurkundet rausnehmen. So. Moin. Ozurist. Ehre sei dem Apparat. Willkommen in den geweihten Gängen der großen Hüttenstadt. Ich bin Osuris, der Chefingenieur. Ich diene den großen Maschinen, den wahren Herrschern von Coruscant. Es ist eine Freude, euch kennenzulernen, Osuris. Es tut immer gut, andere biologische Untertanen hier unten zu sehen. Diese Maschinen sind die lebenswichtigen Organe des Planeten. Biologische wie wir sind bloß Parasiten, abhängig von der unendlichen Energie der Großen. Doch Zwietracht herrscht zwischen den edlen Meistern. Die Stationären gewähren den biologischen Unterhalt, doch die Mobilen wollen unsere Art vernichten. Was sind Stationäre und Mobile? Die Stationären sind industrielle Giganten, Schöpfer. Die Mobilen, einige nennen sie Droiden, sind Arbeiter. Ihr müsst verstehen, einer der Stationären, Thermoschub, er leidet große Schmerzen. Er schmilzt, doch die Mobilen lassen mich ihm nicht helfen. Wenn er stirbt, sterben tausende Biologische an der Oberfläche mit ihm. Seine Energie wird freigesetzt. Meint ihr eine Art Explosion? Ein Strahlungsleck? Beides. Thermoschub stirbt einen zornigen Tod. Ihr seid auch nur biologisch, aber könntet ihr mir vielleicht helfen, Thermoschub zu retten? Ihr müsstet die Kontrollventile an seinem Stahlskelett lösen. Tut das und alles rückt wieder ins Lot. Nennen wir es Operation Maschinenrettung. Das scheint angemessen. Thermoschub lebt tiefer in der Hüttenstadt. Ihr werdet ihn gleich erkennen. Er ist ein atemberaubender Anblick. So. Ja, ich beantworte hier gerade nebenbei so Fragen im allgemeinen Chat. Nichts Besseres zu tun. Fragt jemand, wie er zurück nach Tython kommt. Falls jemand nicht mehr weiß, Tython, oder falls es jemand weiß und nicht weiß, wie auch immer. Tython ist der Startplanet der Jedis. Und wir latschen einfach mal so durch die Hüttenstadt. Normalerweise sind hier, aber tausende Androiden. Aber hier hat jemand ganze Arbeit geleistet. Respekt. So. Wir müssen hier hoch. Ich weiß nicht wofür. Aber, was ist das? Kann man nicht mitnehmen. Verdammt. Sollte man mitnehmen können.
Der Schrotthaufen nehme ich nicht mit. Bin in Coruscant, ja. So, das sollte reichen. Ich hoffe, das hilft ihm jetzt weiter, dieser Person. Burba Seismikmesser aktiviert. Hui! Aktivität wird gemessen. Bitte warten. Düdüdüd. Kein Anschluss unter dieser Nummer. So, scanne die Zugangsleitung des Hauptkreuzungsraums. Hauptkreuzungsraums. Oh, Druiden. Juhu. Was? Moment. Ah, da stimmt was nicht. Feuer. So. Und ja, auch wir werden ein Schiff bekommen. Da freue ich mich schon drauf. Ein schönes Schiff nur für mich. Hier, wo? Hier. Ich wollte ihn jetzt eigentlich buffen. So. Jetzt hat's ihn gehauen. Einfach mal von den Früchten der Arbeit anderer profitieren. Warum nicht? Was muss ich denn hier machen? Oh. Ja, das ist blöd. Wenn... Mein Gott. Oder ich... Wie? Frag mal, wie er hier hingekommen ist. Dann kann man ihm vielleicht helfen. Super. So, die sind erledigt. Hier scanne ich mal mit. Perfekt. Wollte ich ihm auch gerade vorschlagen, aber ich hätte die ohne Fähigkeit genommen, die Methode. Einfach so zum Senatsplatz hin und dann sollte das eigentlich auch gehen. Da ist nämlich ein Taxi. So, hier haben wir wieder... aufsässige Droiden. Tot. Und tschüss. Aluminium-Bergungsgut. Mal was Neues. Auf wen oder was schießt der hier? Was soll's? So, haben wir hier noch was? Ja. Ich gehe erstmal hier hoch, das Gebiet entdecken. Moment noch, fertig. So. Hallo, Fenrich Belkan. Sie stehlen sie. Bitte. Ihr müsst sie aufhalten. Was ist hier passiert? Wir hatten eine Mission. Wir waren auf dem Weg zum Jedi-Tempel. Hinterhalt! Imperialer Abschaum! Sie
Sie dürfen sie nicht bekommen. Was dürfen sie nicht bekommen? Was wollten sie? Astrogationskarten. Streng geheim. General sagt, von größter Wichtigkeit. Die Imperialen wissen davon. Sie dürfen die Karten nicht bekommen. Das klingt, als könnte ein Soldat helfen. Im alten Jedi-Tempel. Ganz oben. Eine versiegelte Truhe in den Gemächern des Rates. Dort sind die Karten. Ich mache mich dorthin auf den Weg. Die Karten. Bringt sie zu General Wenden. Senatsgebäude. Tut es. Für die Republik. Okay, aber das ist wieder ein Heldenquest. Das heißt, der wird erst einmal ausgeblendet. So. Habe ich mit dem nichts mehr am Hut. Jetzt überlege ich gerade, was ist hier? Droiden vernichten, Droidenkerne sammeln. So, 3 Kerne haben wir jetzt von 5. Da ist ein jaulender Ston, wie auch immer man das aussprechen möchte. Wie auch immer man das ausspricht. Auf jeden Fall nichts Gutes. Frieren wir ihn ein. Oh, hallo. Geh weg. Das war's dann. Und schon gibt's einen neuen Eintrag. In unser Bestiario. So, hier aufsässiger Beseitigungsdroide. Wen oder was habt ihr beseitigt? Ich hab's noch nicht mal einen umgemietet von denen. Okay, der ist stark, das ist klar. Fertig. Irgendwas zum Mitnehmen hier? Nö. Schade. Aufladen. Und dann fehlen noch 2 für den ersten Teil des Bonusquest. Wo gehen wir denn dann mal hin? Hallo? Geht doch. Da sind noch Droiden. Nein, mein Ruide. Und der Starke ist natürlich wieder der Erste, der dran ist. Schlaf. So, die werden erledigt. 30 Droiden besiegen. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Wo kommt man hier am besten rauf? Und schön angreifen. Und fertig sind wir hier. Hier noch wen zum Mitnehmen. Nö. Nun gut. Dann verabschiede ich mich erstmal. Und ja. Noch eben warten, was der kriegt. So. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.